Yo ho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 und Yuki redet wieder mit ihren Pflanzen durch die Wand, oder? Jo, hör auf damit, lass das. Ich fasse es nicht, dass sie mit ihren Pflanzen durch die Wand redet. Wir müssen hier wohl so ein Fenster einrichten, dass sie so ein Pflanzenfenster hat. Tja, erstmal fröhliche Ostern an euch alle und ich hoffe sehr, dass... Wow. Alles gut? Es übertreibt sie dem Kochen so ein bisschen. Das sind keine Coals, das ist Pfeffer und du solltest es damit auch nicht übertreiben. Erstmal fröhliche Ostern. Ich hoffe, dass dieses Video wieder in HD verarbeitet. Das letzte hat es nicht, warum auch immer, weil YouTube gesagt hat, I don't care, auch HD, braucht doch keiner, gucken eh alle auf dem Handy. Nur 39% gucken es auf dem Handy, ja? Danke, YouTube. Ich werde die Folge nochmal neu hochladen und die alte löschen, aber... Dafür muss ich erst gucken, ob das jetzt wirklich klappt oder ob das irgendwie am Video lag. Und Siegtor! Da während des Spiels so viele Spieler verletzt wurden, bleibt niemand mehr übrig, um das alles entscheidende Siegtor zu schießen. Der Trainer schreit, es gibt keine Regeln, die verbieten, dass das Maskottchen mitspielen darf. Na los, Rot! Also Maskottchen, Verletzung vorteilt. Leo, du kannst das! Die Tierbeine sind ziemlich hinderlich, aber Leo trifft den Ball sauber und der Schuss ist gut. Er wird von den jubelnden Fans vom Platz getragen. Leistungsverbesserung klein. Hallo? Wir haben das Siegtor geschossen in einem grauenvoll hässlichen Lama-Outfit. Und das ist eine kleine Leistungsverbesserung. Level 10 der Kochfähigkeit. Wahnsinn. Oh, ist das lecker Chili hier? Ausgezeichnetes Chili. Habt ihr Hunger? Thorsten nicht. Aber Sarah hat Hunger. Was machst du eigentlich gerade? Schreiben üben, okay. Was hier los? Unwohl. Dann isst doch was. Du wirst doch auf der Arbeit was essen können. Yuki muss heute gar nicht arbeiten. Ach, Yuki hat heute schon gearbeitet. Na, dann ist ja alles gut. Ich dachte, wir sind jetzt mal wieder hier zurück bei unserer WG, weil wir haben ja genügend von... Oh, hi, Maui. Genügend schon von der Polizeikarriere miterleben können. Nice. Mehr Sachen, die wir verkaufen können. Ist richtig viel wert. Sehr schön. Ich möchte als erstes nicht herein. Ja, nein, doch. Oh. ich möchte nämlich als erstes die Medizinkarriere vollkommen auskosten. Und dann starten wir natürlich auch noch in das Seiten-Let's Play mit der Wissenschaftskarriere. Da. Oh, hallo Moe, na, wie geht's dir so? Oh, voll super geht's mir. Mensch, ist ja wieder schön bei euch zu sein. Naja, also voll schön und so. Reden. Kennenlernen. Über Videospiele reden. Wieso nicht gemocht? Wieso nicht gemocht? Warum zum Henker nicht gemocht? Wir haben uns doch jetzt langsam, aber sicher angefreundet. Huch. Ja, Auto. Ich hätte gern ein Auto. Dann können wir mal in den Urlaub fahren. Warum stellst du dich nicht richtig hier hin? Komm doch mal hier rüber. Setz dich doch zu mir. Lass uns doch nicht schriftlich unsere Unterhaltung führen über Brieftauben. So weit weg wohne ich jetzt nur wirklich auch nicht. Ich meinte, dass du dann zum Rücken zu mir stehst und so weit weg bist. Das meinte ich eigentlich die ganze Zeit. Hey Mann, ich habe heute gute Laune. Das Haus ist sauber und frisch gewischt. Ich habe heute das Gefühl, ich kann Berge versetzen. Hey, bist du heute voll in der Bro-Laune? Das finde ich super. Kannst du mal gebrauchen. Ja, ich weiß, ich war in letzter Zeit ein bisschen viel schlecht drauf. Weißt du, ich habe andere Leute sehr mit meinen Problemen belästigt, die ich eigentlich selber angehen müsste. Und, ich habe heute ein leckeres Sandwich gegessen und danach war wieder alles in Ordnung. Was? Ihr unterhaltet euch ohne mich? Das geht ja wohl gar nicht. Okay, Sarah sitzt sich dann lieber neben Thorsten. Und Marvin ist auch da. Hi, Marvin. Bula Shaka was? Ach, sie hat sich draußen mit den Pflanzen unterhalten. Du solltest Marvin hereinbitten. Ihr könnt euch hier noch ein bisschen unterhalten. Freunde. Ach, Gott sei Dank. Nicht gemocht, das geht ja wohl gar nicht. Spläufgenarf, ja. Unterhaltet euch gefälligst anständig. Oh, Leo kommt von der Arbeit. Ach, jetzt ist doch was gegessen. Hallo, ich bin Leo, das Maskottchen. Schatz, das ist echt süß, aber... Leo, sofort heiraten, gleich anspringen. Was passiert eigentlich, wenn man, kann man irgendwas Gemeines sagen?
Insider-Witz vielleicht hier über das Maskottchen. Mann, du machst so einen geknickten Eindruck, Schatz. Ist doch alles super, du bist doch keine Dose. Witzig, Gott, sehe ich kacke aus. Wie wär's dann mit Outfit ändern? Alltagskleidung. Ja, das ist schon viel besser. Was macht? Oh. Ach Mensch, Thorsten ist mal wieder am Abwaschen. Das ist doch super. Dann malst du uns jetzt noch ein schönes Bild. Impressionistisch. Was piept hier so? Was piept hier? Was piept? Ach, der Computer ist immer noch kaputt. Den ersetzen wir einfach mal. Sehr gut. Yuki muss sich noch um ihre Pflanzen kümmern. Können ja nicht stundenlang quatschen. Yuki muss sich noch um den Garten kümmern. Garten pflegen und alles ernten. Vielleicht finden wir ja sogar noch ein paar Eier. Sarah geht schlafen. Ja, Sarah ist auch müde. Thorsten ist überhaupt nicht müde. Was hast du denn den ganzen Tag lang gemacht? Hab im Bett gelegen und über mein trauriges Leben nachgedacht. Dass er nicht gar nicht traurig ist und dass ich selber traurig mache, weil ich einfach nichts geschissen kriege. Ich muss kreativer sein, wie in der Kunst. Ja, und daran arbeite ich jetzt. Ich arbeite jetzt an mir. Habe ich beschlossen. So. Ja, das gefällt mir jetzt gut aus. Was mit Leo? Leo, Maui und Marvin unterhalten sich noch. Ey, Leon ist ja überhaupt nicht mit ihr befreundet. Oh, müsst ihr hier rumshakern? Muss das sein? Könnt ihr euch nicht vernünftig hier anfreunden? So richtig so. Nein, nicht Muskeln zeigen. Das ist. Gitarren-Solos. Tag verschönern. Okay, wir sind mit beiden nicht befreundet. Das geht ja gar nicht. Ich bin mit eurem Kind befreundet, aber mit euch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ach Mensch, Leo, du musst mal häufiger vorbeikommen. Wir sind doch die besten Freunde bald. Kein Thema, dann lass uns zusammen Musik hören, voll abgehen. Und dann ist alles cool. Keine Musik hören, ich mag Musik. So mit Noten und so. So richtig echte Noten. Ja, ja, wirklich. Du bist ja schon ein bisschen seltsam. Ja, das sagen mir mal alle. Okay, Nachbarntratsch, Speicheln, Kennenlernen, Grundbesitz plaudern. Bisschen so die Freundschaftsfähigkeit hier ausnutzen. Leo ist doch Bro. Du bist doch Bro. Du müsstest dich doch eigentlich voll schnell auf deine Seite ziehen können. Du bist gesellig, du bist Bro. Kämpfen üben wegen Muskeln oder sowas. Okay. Könnte ich alle noch ein bisschen besser kennenlernen. Getränke. Getränke ist doch auch immer cool. Über Alkohol reden. Euer Kind spielt das auch gerne am Geländer. Ja, aber das ist sehr gefährlich. Ja, finde ich auch. Ich habe als Kind auch so oft am Geländer gespielt, bin ich auf den Kopf gefallen. Hat mir aber nicht geschadet, hat zumindest meine Mama gesagt. Ey, echt? Ich weiß ja nicht, ob das so richtig gelaufen ist. Ja, ja, naja, gut, der trägt ja ein Lama-Kostüme. Das ist ja nicht schlimm. Ich meine, Hauptsache, das Kostüm ist sauber und nicht voller Kakerlaken oder so. Ja, nee, gar kein Problem. Ich war ja vorher Comedian und da bin ich ganz andere Kostüme gewöhnt. Wir scheinen auf Witze zu stehen. Bisschen was Lustiges noch machen. Über Mode, Scherzen. Und Polizistenwitze. Und verziehtes Ei. Oh, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir ins Bett gehen. Oh, wir haben uns geschnitten. Eier! Wir finden lauter Eier! Cool. Lauter Eier gefunden. Der Osterhase ja richtig viel versteckt. Ja, jetzt kannst du schlafen gehen, Yuki. Können wir dann hier ein paar Eier hinstellen? Wir können ja Eier im Garten verstecken, so richtig. Ostern-like. Okay, ja, okay, die beiden müssen jetzt ja wahrscheinlich auch wirklich mal los. Ich stelle die jetzt erstmal alle hier hin und wir machen das in Baumodus. Oh, die sind ja auch noch eigentlich alle voll hübsch. Wir machen das dann ganz sauber im Baumodus. So, hier Eier verstecken. Die könnte man auch super verkaufen. Wenn man die jetzt immer so gratis findet, kann man die bestimmt gut verkaufen. Leo hat auf jeden Fall seinen Spaß. Du solltest auch schlafen gehen. Thorsten zockt am Computer. Du hast dein Bild fertiggestellt. Das sieht ja geil aus. Das ist cool. Ich mag impressionistische Gemälde. Das kommt auch ins Inventar. Wir könnten ja auch noch ein paar Fotos machen. Ein bisschen üben halt. Ein bisschen Fotos. Moment, wenn Marvin noch da ist, könnten wir mit Marvin zusammen ein Foto machen.
Foto machen mit Marvin. Sehr gut. Yuki geht schlafen. Sehr schön. Leo geht auch schlafen, habe ich gehört. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz in den Dekorationsmodus über. Was aktuell nicht möglich ist. Ach, während des Fotografierens nicht möglich. Okay. Na dann, macht mal zusammen ein cooles Broto, ein Foto von Bros. Ihr wisst schon, ein Brofo. Heißt es dann Brofo? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir zusammen ein Foto machen, so der guten Freundschaft, Liebe? Alter, das Selfie. Oh Mann, ist das gut. Okay, das ist perfekt. Moment, wir können ein großes Foto machen, wenn wir ein großes Foto. Gibt es irgendwelche coolen Filter? Heller, ein Warmfilter, Kaltfilter, überbelichtet Sepia, Schwarz-Weiß. Ach, das ist im Original eigentlich ganz super. Und das ist auch hell genug. Schalten wir den Blitz aus. Ausrichtung ändern. Nee, ist in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5. Level 2 der Fotografiefähigkeit erreicht. Vergiss die Selfies nicht. Das Gesicht von Thorsten ist ein Kunstwerk. Mit dem Handy angefertigte Fotos helfen dabei, seine Fotografiefähigkeit zu erhöhen. Ach ja, mal so ein eigenes Selfie ist ja auch nicht schlecht. Hier, Telefon. Wo war das mit Selfie machen? Da gab es doch ein Selfie machen. Selfie machen. Machen wir ein cooles Selfie. Ein künstlerisches Thorsten. Ach, du bist so süß, Thorsten. Das kann man auch noch drehen. Oh, das ist super. Oh, hier ist das Licht gut. Man muss jetzt noch so ein richtiges Filter drüber. Schwarz-Weiß-Selfie. Super. Genau in die Mitte. Den Blitz ausschalten. 1, 2. Mit Blitz. 1, 2, 3. Ach, herrlich. Das sind ja sogar welche was geworden. Oh mein Gott, die sind ja sogar was geworden. Ich fasse es nicht, Wahnsinn. Können wir die denn mal auf? Eins müssen wir Mika schenken, das ist klar. Ach, das sind dann kleine. Kann man die nicht auch irgendwo hinstellen auf dem Boden? Leider nicht. Aber es sind dann kleine Fotos. Oh mein Gott, sind die süß. Wenn man dann Rahmen hinzufügt. Ach, der sieht dann auch süß aus. Kopieren, in Erinnerung hinzufügen. Foto verkaufen, fest, Filter fest. Ja, das kann man auch nachträglich dann auch festlegen. Okay, super. Den Rest können wir dann fast verkaufen. Oh, das ist mit 7 ist sogar noch besser geworden. Qualität irgendwie besser. Das schenken wir Mikesh. Das hier ist nichts geworden. Wie sieht's hiermit aus? Ach, das ist ja super. Das mit Marvin ist ja richtig gut geworden. Ist das eine bessere Qualität? 2. 9. Ach, dann hat es ja auch schon die richtige. Dann können wir da einen Rahmen hinzufügen. Ist das ein bisschen zu dunkel geworden? Können wir das betrachten oder sowas? Bewundern. Moment. Bisschen arrangieren, ja? Oh, dann können wir gleich die Eier verstecken. Ein Ei verstecken wir hier. Moment. bb.moveObjects. On. Oh, ich bin auf die Caps Lock Taste gekommen. Das war nicht geplant. bb.moveObjectsOn. Können wir nämlich die Eier richtig cool verstecken. So, unterm Kaktus ist vor allen Dingen auch voll gut, weil da tut man sich bestimmt nicht weh. Hier verstecken. Und dann verstecken wir noch eins hinter der Mülltonne. Dann haben wir hier noch ein Ei, das kommt hier so hin. Und das letzte Ei. Können wir das denn verstecken? Hier hinter. Das ist cool. Kann man. Pfeiltaste nach oben bringt einfach nichts. bb.moveObjectsOff. Ist ja so einfach, wenn man das ein- und ausschalten könnte über die Pfeiltasten gesteuert. So, Thorsten, dann schau dir das mal genauer an jetzt. Ich möchte es nämlich auch mal sehen, ob das aussieht, wenn es heller wird. Oh nee, das ist doch ganz gut geworden. Können wir das irgendjemandem schenken? Können wir ihm was schenken? Früher konnte man Leuten Geschenke geben.
alten Freund shakern, warum nicht? Naja, dann müssen wir die wohl oder übel löschen. Das ist verwackelt. Okay, das kann weg. Das ist cool, dass man da einfach so geile Fotos mitmachen kann. Das finde ich schön. Wir wollen irgendwann in dem Laden brauchen wir auch noch deinen Fotobereich. Mann, ich bin froh, dass du mal wieder da bist, Bros. Ist schon lange her. Ich meine, wir sind doch hier irgendwie, ne, wie war das noch so? Komplizen. Oh, muss Marvin jetzt gehen? Wir könnten ansonsten Marvin mal nach Hause schicken. Oh ja, Marvin muss gehen. Okay, kein Thema. Dann würde ich sagen, geht Thorsten auch mal schlafen. Oh nein, wird die Toilette zerkackt. Wird da so ein Batzen reingesetzt. Boah, und dann nicht gespült. Oh, unser Chili, ups. Vielleicht hält das ja ein bisschen durch. Und da geht rasanterweise der Tag auch schon an uns vorbei. Und Sarah ist wach. Oh, Sarah muss mal dringend auf die Toilette. Das kannst du oben machen, ne? Oder machst du das jetzt hier drin noch? Erst säubern, dann pullern. Aber das ist doch jetzt eh schon dreckig. Wenn ich es jetzt sauber mache und danach drauf gehe, ist es doch wieder dreckig. Es kommt drauf an, wie du dich dabei anstellst, Sarah. Ja, es gibt auch Möglichkeiten, das vernünftig hinzukriegen. Oh, das ist doch ein Highlight dieser Folge. Apropos Highlight und Folgenhighlights und so. Hier. Davon muss ich ein Foto machen. Foto vom Foto. Ach, Thorsten ist echt sehr fotogen. Wäre noch cool, so eine Modelkarriere haben zu können. So. Na, guck mal. Sieht doch richtig sauber aus. Und jetzt kannst du es benutzen. Ja, das ist ja super, dass ich es jetzt benutzen kann. Ach, man, jetzt hat mir fast in die Hose gemacht. Ach, Gott sei Dank. Oh, geht's dir nicht gut, Sarah? Nicht, dass du krank wirst, Schätzchen. Yuki muss bald arbeiten, nicht wahr? In 2 Stunden. Das bedeutet, sie sollte jetzt aufstehen und eine schnelle Mahlzeit essen. Cerealien. Sarah, musst du auch arbeiten? Nee, du musst erst in 2 Tagen arbeiten. Na, dann kannst du ja richtig entspannt hier... Was will sie machen? Umarmen. Solange ihr das dann trotzdem mit den Cerealien hinbekommt, ist ja alles in Ordnung. Oh, was für ein schöner Tag heute. La 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 la. Und Leo muss auch sehr, 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 sehr dringend auf die Toilette. Und Sarah setzt sich jetzt mal dahin. Oh, wow, wow. Und du kannst dann irgendwie ja hier irgendwie Reste essen. Hier so ein Chili-Teller oder so. Nur Thorsten? Thorsten, kannst auch aufwachen. Gehst danach erst aufs Klo. Ist jetzt auch, was haben wir denn hier noch? Fruchtparfait. Komm, das geht gut für die Hüfte. So, und wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Ach so, ich gehe wieder. Okay, ich unterhalte mich nicht mit dir. Guten Morgen. Sarah geht in den Computer. Immer gehen sie alle an den tollen von Marvin vielmehr getunten Computer. Leo, warst du gerade mit Toilette auf dem Klo? Ja, ich trage eine Windel, ist kein Problem. Okay. Thorsten setzt sich nicht mal hin. Nimmt sich das Fruchtparfait und isst das direkt davor. Irgendwie sieht das Fruchtparfait leicht vergammelt aus. Nö, ist noch in Ordnung. Die Schicht im Krankenhaus beginnt. Ja, los geht's.